Moin Freunde, Martin wieder hier von Online Game Scout. So, wir haben letztes Mal Outlast angezockt für euch und der Schwerpunkt liegt darauf angezockt und eigentlich soll es auch dabei bleiben. Wir wollten euch einen kleinen Einblick geben, aber das Spiel reizt mich so ein bisschen und dort, wo ich letztes Mal aufgehört habe, will ich jetzt auch weitermachen. Draußen regnet es, es ist total trübe und dunkel. Ich habe Kopfhörer auf und jetzt schon ein bisschen Schiss wieder. Ja, und wir würden einfach nochmal weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Aber ein Manko gibt es, dass ich dem Spiel anlasse. Ich habe nämlich letztes Mal auf Speichern und Beenden bedrückt. Und dennoch, wenn ich jetzt auf Fortfahren gehe, werdet ihr, oder werden wir nicht da anfangen, wo wir aufgehört haben, sondern etwa ein, zwei Minuten wieder in die Vergangenheit oder früher sozusagen. Das soll uns aber nicht stören, dann zeige ich euch einfach nochmal eine andere Option, wie vor diesem freaking Riesen weglaufe. So, Schluck Wasser habe ich getrunken. Dunkel ist es, der Regen prasselt runter. Die Stimmung passt eigentlich perfekt. Und ich würde direkt mal auf Fortfahren gehen. Viel Spaß mir und euch, Leute. So, ich weiß, dass so rechts gleich einer kommt. Und es sagt gleich auch gleich, ich soll in den Schrank gehen. Und das mache ich hiermit. Hallo? Okay, was ist hier? Bleib dabei, lass dabei, lass dabei, geh, geh, geh. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Geh weg. Geh weg. Okay. Oh, wer ist weg? Bla bla bla. Selbstgespräche. Hör ich mich morgens immer an. Alles klar, er scheint weg zu sein. Okay. Okay. Da ist also frei. Okay. Ich muss das, glaube ich, in den Keller. Lauf einfach mal. Und ich finde es einfach super, in Anführungsstrichen, dass ich jetzt in den Keller muss. Okay. Jetzt sagen wir hier einfach mal runter. Ach, der Schatten. Ich bin schon wieder erschrocken. Im eigenen Schatten. Bock. Da ist keiner. Okay. So. Durchgequetscht. So. Okay. Das ist nicht viel. Was liegt hier rum? Ach, wieder confidential, vertraulich. Ein Bericht eines Experiments. Wir wieder einige Patienten in einen hypnotischen Zustand. Alles klar. Oh Mann. Dieser Sound. Schon ein Frosch im Hals. Oh, ich schleich mal lieber. Batterien? Vier Batterien habe ich noch.
Okay, mit Space-Taste springen wir. Mann, ey, ich glaube, hier kommt da bestimmt gleich was. Kann ich mir hier mal einen Tisch verstecken? Who's that? Scheiße. Ich höre doch was. Ja, durchgerannt. Sehr, hat einer gesagt. Wer ist da? Oh Mann. Die Kamera ist mir nicht weggeschmissen. Oh, ist das dunkel. Wir lassen nochmal um. Mann. Ist da jemand? Hängt schon wieder einer rum. Okay. Eine Schalltafel. Was ist denn da hinten versteckt im Dunkeln? Ah, bringt gleich wieder alle. Ach, dammit. Wieso muss mir das passieren, eine Tür? Was ist eine Tür in diesem Spiel? Wer weiß, was gerade hinter ist. Nehmen sie alle ab. Batterie wäre cool. Schalte die beiden Gaspumpen ein und stelle den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. So. Hey, was muss ich drücken? Ach, ich muss das glaube ich noch machen, oder? Bei jeder Tür ist wahrscheinlich eine Gaspumpe. Ich wechsle jetzt mal die Batterie für die Lampe. Okay. Die Tür mal langsam auf. Ah, nichts mit aufmachen. Noch keiner. Ja, ich brauch die Kamera. Okay. Jemand, hier kommt doch keiner. Aber ich mach die Tür mal lieber zu, oder? Oh, das war laut. Das war nicht meine Absicht. Schnell versteckt hinter dem Bett. Ich höre was. Oh nein. Nein. Oh nein, bleib draußen, Mann. Hallo. Scheiße. Bitte geh weg. Nein. Geh weg. Oh, hier ganz laut an der Tür killen. Ich brauch Batterien. Thank you.
wieder. Ich komme nicht raus aus dem Bett. Okay. Scheiße. Ihr seht. Oh, muss man drücken, glaube ich. Am besten, ich warte noch mal, bis er wieder zurückkommt. Dann ihn zu umgehen. Na komm, so weit nehmen wir mal. Ich kann mal die Batterien wechseln. Kann sich also überall verstecken, hinter Türen, hinter Fässern und der Betten bis jetzt in Schränken. Klasse. Der geht da rein, okay. Oh, er sieht doch was oder wie. Scheiße. Der jetzt hier. Oh, komm. Ist noch eine Tür? Weil er nicht so langsam ist und ich irgendwie mit meinem Bein und Fuß eine Pumpe. Kann ich denn hier verstecken? Scheiße. Wieder mal im Schrank. Alles klar. Hallo. Das heißt also, ich muss diese zwei Pumpen aktivieren und dann auch noch zum Hauptschalter. Und dieser Psychopath patrouilliert da irgendwie rum. Und ich habe natürlich bloß meine Kamera wieder. Und jetzt, wenn er kommen soll, kommt er nicht. Hallo. Kann doch wohl nicht wahr sein. Er starb in einem Schrank. Dum, 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 dum. Veräppelt er mich auch. Ach, ist wahrscheinlich noch in diesem anderen Raum, in dem ich vorher war. Patrouille laufen. Und ich bekomme hier langsam Durst und Hunger. Hallo. Wenn ich jetzt rausgehe, kommt er. Ist doch immer so. Man kann auch irgendwie nicht durch die Schlitze zoomen oder die Sicht verändern. Das finde ich ein bisschen schade. Und langsam wird es ein bisschen langweilig hier im Schrank. Ist da irgendwie ein Gameboy, der hier rumliegt? Oder.
kommt er doch. Das ist doch doof. Das hab ich doch gesagt. Oder was? Nein. Ihr seht die Batterie. Rein da, rein da. Bestimmt zurück, oder? Nicht wirklich. Na doch. Da ist der, also hier ist schon. Oh ne, geht jetzt an die Schränke? Oh fuck, wirklich, der geht an die Schränke. Also ich gebe jetzt Gas, wenn er das Ding jetzt aufmacht. Ist er weg? Ich höre, dass ich nichts höre. Der steht doch bestimmt hier hinter dem Schrank da. So. Sieht er mich jetzt oder sieht er mich nicht? Okay, er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich einfach nicht. Wo geht er lang? Was kommt er denn jetzt? Piep. Ich geh mal da rum. Geht also schon ein bisschen andere Wege, genau den Weg, den er nicht gehen soll. Er schwebt über die Treppe. Wie? Ich hab doch... Mann. Der wieder. Schau, dass ich mich einer rüberziehen kann, ey. Jetzt hier. Scheiße. Nicht jetzt. Dingern. Okay. Links dunkel, rechts dunkel. Bin da recht. Als er dunkel ist. Ah. Ah, ich krieg. Ich brauche jetzt wirklich verstärkt die Kamera. Verdammt.
Ah, sehr leise. Wäre auch noch fällig, Martin. Guter Platz zum Verstecken ist hier. Also der Hauptschalter. Muss bestimmt jemand kommen, oder? Das ist doch meistens so. Lustig, wie er rumkriegt. Ach Gott, ich hab's ja geahnt. Also, Türen kannst du schon mal nicht benutzen, das finde ich gut. So, jetzt ist er drinne. Du siehst mich. Bestimmt die Schränke auf. Und die wollte ich mich erst begeben. Ich nicht getan. Ich muss also wieder zurück. Ich folge ihm am besten mal. Wo ist der hin? Wieder Scheiße. Links. Spring. Da rein. In das Bett. Oh, Gottes Güte, Mann. Also, wenn ihr denkt, dass die Patrouillenwege der Gegner immer gleich sind oder die Aktion dann... Nee. Ihr seht... Erst den Schrank durchsucht und das zweite Mal die Ecke, in der ich hockte. Okay. Ich mach Dinge aus, um Energie zu sparen und warte einfach mal auf die Geräusche, ob ich irgendwelche Fußtritte höre. Ich höre nichts. Ich muss da, glaube ich, wieder zurück zum Hauptschalter. Der war doch hier. Bin ich da? War doch genau Schritte. Kommt doch sogar rüber. Das ist nicht. Bleib da, wo du bist. Ich bin nicht unter dem Bett. Ich bin nicht unter dem Bett. Telepathie.
Schalter ist also grün. Oh nein. Wo kommt er denn jetzt? Wieso sieht er mich denn? Boah, ich fasse mich an. Rüber, 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 rüber. Lauf, 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 lauf. Falsch, falsch, falsch. Autsch. Wo soll ich hin? Gott, er hat den Knüppel und nicht die Kamera. Wie unfair ist das denn? Lauf, lauf, ja, lauf. Versteck dich doch hier irgendwo, du Nacken. Ich laufe hin, ich laufe im Kreis. Oh, schon Update. Wo geht der jetzt hin? Wo geht der hin? Mist, ich bin nicht in der Ecke. Ich bin nicht in der Ecke. Okay, er geht wieder zurück. Schnell, 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 schnell. Sicherheitsterminal? Wo ist ein Sicherheitsterminal? Wieso ist es hier auf einmal hell? Wieso hast du eine Maske auf? Muss ich jetzt zurücklaufen? Sicherheitsterminal? Ich gehe mal zurück. Ach, das war doch die... Das ganz zum Anfang. Ach so, im Foyer. Okay, Leute. Klar, ich muss also weiter zum Terminal. Und man sieht, man muss hier einfach. Entweder muss man sich verstecken oder die Beine in die Hand nehmen. Beides hat bei mir manchmal geklappt und manchmal nicht. Und ich muss zurück zum Terminal, das heißt ins Foyer, um da irgendwas zu machen, weil jetzt der Strom wieder aktiv ist an bestimmten Stellen des Hauses. Also muss ich aus dem Keller raus. Finde ich sehr gut. Ich würde dann auch mal weitermachen. Erstmal ohne euch, denn das war erstmal das erste weitergezockt von Outlast. Sozusagen der Teil 2 von Outlast, den wir für euch gezockt haben. Puh, man. Ja. Man weiß manchmal nicht so recht, was man machen soll. Soll man aus dem Bett oder vor dem Bett hervorkriechen? Soll man um die Ecke gucken? Soll man laufen? Soll man kriechen? Wie, was, wo, weshalb, warum? Und ihr seht, es gibt mehrere Wege, aber den einen Weg, den ich liebe, Knarre raus und ein paar Dauts ins Gesicht, gibt es leider nicht. Aber umso spannender ist es. Deswegen werde ich hier wieder zurückgehen. Die Tür ist zu. Wie uncool. Oh, Mann. Okay, Freunde. Hier geht's dann nächstes Mal weiter. Und ich wünsche euch ein schauriges Schö. Euer Martin von Online Game Scout. Bis bald, Freunde. Tschüss.